Wir öffnen heute 100 Mal legendärer Star Drop. Was? Go! Ja! 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 Hey Leute! Ich bin Lukas! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon, wir sind heute einfach mal mit Leontine am Start. Online! Und heute gibt es ein geisteskrank heftiges Video, Leute, wofür wir extrem lange Zeit brauchen werden. Ihr seht, wir sind gerade auf dem Brawl Stars Death Build Account. Das ist der Account, den man ja nur als YouTuber hat, Leontine, ne? Ja, und warte mal. Und wir machen hier jetzt ein richtig krasses Experiment, Leontine. Warte. Wir öffnen jetzt. Was? Ich will dich was fragen. Ja. Kriege ich den Deathbuild-Account auch? Bitte! Hallo, ich mach das ja nicht, das weiß ich nicht, das musst du Supercell fragen. Kannst du ihn fragen? Okay, ich frag ihn mal. Genau, Leute, ihr seht schon, wir machen hier heute ein krasses Experiment und zwar, wir öffnen heute 100 Mal legendärer Stardrop. Was? Genau, Leontine, das bedeutet, Leute, wir öffnen keine seltenen, keine epischen oder mythischen und so weiter, sondern direkt legendäre Stardrops. Und wir gucken, wie einfach ist es, einen legendären Brawler aus einem Stardrop zu bekommen. Dafür, Leute, müssen wir immer so viele Stardrops öffnen, bis einmal sozusagen ein legendärer kommt. Ganz wichtig, Leute, das Ganze funktioniert nur auf dem Deathbuild. Im richtigen Spiel hat man quasi nur ab und zu mal einen, ihr wisst es ja. Lasst auf jeden Fall mal einen richtig, richtig fetten Like auf diesem Video da und ein kostenloses Abo für die 2 Millionen Abonnenten. Aber fett. Genau, so sieht's aus, Leontine. Du bist auf jeden Fall hier als Hilfe am Start und ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt rein in den ersten legendären Stardrop. Let's go! Achso, Leute, und ganz wichtig, der Account ist auch komplett leer. Ihr seht schon, wir haben bisher nur Shelly am Start. Und ich würde sagen, let's go. Oh mein Gott, Alter! Der erste legendäre Stardrop, Digga, let's go! Okay, Leontine, ich würde sagen, du kannst einmal tippen. Warte. Ja, was? Was denkst du, was wird da drin sein? Ey, das ist eine gute Frage, Leute. Das ist der erste legendäre Stardrop. Ich würde sagen, ich denke, Skin für Shelly. Skin. Was denkst du? Vielleicht für Pam oder so. Pam, den Brawler, ne? Ja. Okay, dann let's go. 3, 2, 1, go! Und? Oh mein Gott, Edgar! Oh mein Gott, Lol, Edgar! Neuer Brawler. Oh, let's go! Okay, Leontine, der nächste legendäre Stardrop. Ich glaube, diesmal öffne ich, würde ich sagen. Was denkst du, was ist drin? Fleisch und Skin. Komm, ich sage Mortis. 3, 2, 1! Let's... Oh, Piper! Lol, einfach mal Piper. Ey, sehr, sehr krass, Leute. Einfach direkt der zweite neue Brawler schon. Ich würde sagen, let's go zum nächsten. Oh, let's go, der nächste legendäre Stardrop. Okay, Leontine. Ja? Glaubst du, es ist jetzt schon Zeit für den ersten legendären Brawler oder noch nicht? Niemals. Ich denk jetzt wirklich ein Skin oder vielleicht auch mal Pech, dass, keine Ahnung, Münzen kommen oder so. Ey, da können doch keine Münzen drin. Doch, 1000 Münzen. Ich sag dieses Mal 1000 Münzen. Was sagst du? Ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht so Münzen oder sowas. Okay. Und? Ja, guck, 1000 Münzen, ich hatte recht, ey. Wusstest du das? Ich habe nur geraten, keine Ahnung. Leute, ja, bisschen Pech gehabt. Und der nächste Leontine. Das ist jetzt Nummer 4. Also der vierte Stardrop, legendär. Wir wollen ja 100. Alter, das ist schon echt viel. Und 3, 2, 1, gönn! Ja! Oh, Ems! Alter, ein epischer Brawler. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Findest du Ems cool, den Brawler? Ja, ich finde ihn cool. Der ist schon ganz nice, ne? Okay, Leute. Mit ihrem Spray. Okay, Leute. Das ist der fünfte Stardrop. Und Leontine meinte eben schon, du würdest komplett ausrasten, wenn wir legendären Brawler schaffen, ne? Ich sag's dir. Ich würde, also, du hast ja noch vom Takis Video. Ja. Hast du alle Takis für die überall rumschmeißen. Ey, nein, das würdest du nicht. Doch, Nein. Das machen wir nicht so. Das muss ich sonst putzen, ey. Und, komm mal. 2, 1, los. Let's go. Oh, ein Skin für Edgar, Leute. Pistolero Edgar. Ey, Leute, richtig krass. Ratet auf jeden Fall bei jedem Stardrop mit, was drin ist. Let's go. Okay, Leute, Nummer 6. 6. Okay. 3, 2, 1. Oh. Ey. Hallo. Hallo, wir haben den nächsten legendären. Hallo! Drei. Ja, sorry für die Ohrenschmerzen, Leute. 3, 2, 1. Hallo! Tschüss! Yo, Mann, Bro, ey. Jedes Mal.
Mann, Alter! Digga! Ey, das ist sau nervig, weißt du? Ja. So, ich würde sagen... 3, 2, 1. Oh, lol! Alter, einfach mal Pearl! Ey, wir haben schon 4 epische Brawler gezogen. 4? Aber noch keinen mythischen, Leute. Also ich würde sagen, bisher ist unser Luck okay, aber jetzt ist geisteskrank. Du musst ja überlegen, niemand bekommt so viele legendäre Stardrops. Das geht nur mit dem Deathbuild-Account. Und wie gesagt, das soll ein Experiment sein, wie viele legendäre kriegt man eigentlich aus den legendären Stardrops. Ich würde sagen, weiter geht's. Oh mein Gott. Leute, wir haben schon fast 10 von den legendären Stardrops. 3, 2, 1, go! Shelly? Ah, lol! PSG-Shelly! Kennst du Paris Saint-Germain? PSG-Shelly! Let's go! Das ist auf jeden Fall schon mal Nummer 10. Ich würde sagen, Leontien, 3, 2, 1, go! Lol, Frank! Hä, irgendwie ziehen wir nur epische Brawler die ganze Zeit, oder? Ja, ich will mal einen mythischen wenigstens. Ja, aber ist schon nicht schlecht, Leute. Frank mit dem Hammer. Oh mein Gott. Okay, Leontien, komm, jetzt legendärer, oder? 3, 2, 1. Oh, 1000 Münzen, Digga. Das war's einfach mal komplett. Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1. Let's go. Oh, Bell, ne? Bell. Ja, okay. Also Baby Bell. Ich würde sagen, Bell ist auf jeden Fall... Ist auch okay, Leute, aber na, weiter Baby geht's. Babybell, ja, das stimmt. Und? Hä? Frank. Wieder Frank? Ah, Leute, DJ Frank. Guck mal, das ist diese LED-Brille, die du auch hattest. Ja, ja, stimmt. Aus dem Amazon-Produkte-Video. Und bis Moin! 3, 2, 1, go! LOL! Mathe. Dr. Edgar! Ich wusste erst nicht, was das ist, Leute. Ich bin ehrlich mit euch. So, ich hab Mortis gesagt. Mortis. Ich wusste, dass es Edgar ist, aber... Das ist einer der krassesten Edgar-Skins, finde ich, oder? Mit dieser fleischfressenden Pflanze so, oder wie findest du den? Ja. Ist schon geil, ne? Okay, Leute. So. Jetzt Kit, denkst du? Nee. Nee? Es wird schon ein bisschen länger dauern. Ja, okay. Oh! Ah, lol. Harajuku Apps. Ich dachte Chester, Digga. Oh mein Gott, ich dachte Chester. Der wäre legendär gewesen. Und 3, 2, 1. Go! Gönn, Digga! Oh, Bell-Skin. Koralle Bell. Nee, Efeu-Banditin Bell ist das. Ups. Ey, aber der Skin ist schon echt geil. Ja, so. Okay, komm, let's go. Einfach öffnen, warte. Oder? Moin und tschüss. Ey, schon. Digga, Höhlenmensch, Frank. Das ist. Warte mal. Ich hab. In nur einer Sekunde kurz gedacht, Spike? Echt? Ja. Ganz am Anfang, ne? Mhm. Ja, Leute, irgendwie die Frank-Skins irgendwie sagen die ganze Zeit, hallo, mein Mann, hier ist Frank. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Hä, lol? 1000. Ich wusste gar nicht. Ja, stimmt, Bling kann man auch ziehen. 1000 Bling. Und let's go! Oh, Hypercharge für Pearl. Voll blöd. Ja, geht besser natürlich, Leute. Aber Hypercharge trotzdem... Sehr, sehr okay. Dann, let's go! Oh, Mandy. Ah, auch wieder episch. Leute, ich sage euch, das ist irgendwie verbuggt. Wir ziehen nur epische Brawler die ganze Zeit. Warte, eigentlich ist es gut. Der war doch einmal im Brawl Pass. Ja, stimmt, genau. Und... Let's go! 1000 Bling. Das war's komplett, Leute. Und... Digga, hä? Das kann doch nicht sein, Mann. Ich will jetzt den Legendären für das Experiment. Und let's go. B. Das sieht man schon direkt. Ah, okay, wieder episch. Digga, das kann doch nicht sein. Irgendwann muss doch jetzt einfach mal ein mythischer oder Legendärer kommen. Und let's go. Ja, Digga. Ey. Ey, aber Leontien, du darfst nicht vergessen, wir haben jetzt schon mehr legendäre Stardrops geöffnet als alle Spieler wahrscheinlich jemals gefühlt, weißt du? Das ist schon echt krass. Hä? Mehr als Hyra? Ja, mehr als Hyra. So. 3, 2, 1, go! Oh, Nekobi, oder? Ja, Nekobi. Ist okay, Leute. Ein goldener Kawaii-Skin. Kann man machen auf jeden Fall. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, und... Oh, Hypercharge für Shelly. Mann, also irgendwann muss doch jetzt mal ein Legendärer kommen, oder? Muss sein. Leute, wir können erstmal kurz Zwischenstand machen, bevor wir zu den nächsten Stardrops kommen. Also Leute, der Zwischenstand irgendwie... Ja, ey, wir haben nur epische gezogen. Nur. Hä? Ist ja richtig komisch. Aber egal, wir machen mal weiter. Warte mal, Lukas. Ja? Ich glaube, so Anfang 50
kriegen wir so bestimmt legendär. Glaubst du? Ja, ich hoffe, Leute. Und wieder Hypercharge für Edgar. Und let's go. Let's Digga mal. Digga! Und oh, das ist ein B-Skin nochmal, Leute. Erzschurkin B. Der sieht echt geil aus, finde ich. Let's go, Sam, Leute. Der ist auch mittlerweile episch. Er war mal chromatisch. Also, Leute, es kann, wie gesagt, auch sein. Also, wie gesagt, weil wir das Ganze hier auf dem Deathbild machen, es kann auch sein, dass das Ganze nicht der Realität so ganz entspricht, ne? Weil ihr seht schon, wir ziehen komischerweise nur epische Brawler. Ich kann es euch gerade auch noch nicht sagen. Let's go. Und oh, das ist aber ein Alter, aber Gruselclown Sam. Guck mal, der ist richtig krank, der Skin. Der ist richtig cool. Der ist geil, oder? Mhm. 3, 2, 1, go! Oh, Griff, let's go. Wieder episch. Hä? Ich sage euch, Leute, das ist nicht, das kann gar nicht sein. Das, so, mittlerweile glaube ich das einfach nicht mehr. Und let's go. Okay, Leute, wir machen jetzt mal ein folgendes Experiment. Wir werden jetzt einfach mal alle epischen Brawler kurz freischalten, die wir noch haben. Und dann schauen wir, ob wir danach nur noch Skins ziehen oder vielleicht dann andere Brawler. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Leontine, ne? Hm. Doch, guck mal, wir schalten jetzt einfach selbst alle epischen frei. Und dann können wir mal gucken, ob wir auf einmal mythische ziehen oder so. Ah, mit Gems. Ja, ja, genau. Alles klar, Leute. Und hier haben wir nochmal den neuen Brawler, der noch nicht draußen ist. Larry und Lori. Hä? Ja, ja, der ist nur auf dem Deathbild. Warte. Spielen die dann, wenn man den nimmt? Ja. Zusammen? Also seine Ulti ist so, dass der so ein extra, der hat einen eigenen Bot quasi, der mit ihm mitläuft. Das ist schon krass. Und jetzt hat man so 2 versus 1. Also Leute, wir haben jetzt tatsächlich alle epischen. Alle und episch. Ich würde sagen, wir testen jetzt mal, schaffen wir es jetzt auch noch andere Brawler zu ziehen? Ja oder nein? Let's go. Okay, Leute. Und wir haben auf jeden Fall schon mal einen Skin für den Boxer. Denn wir haben den Boxer eben auch tatsächlich so einfach uns geholt. Let's go! Und die Mutti, beziehungsweise ein Skin für die Mutti. Ist die Theorie also richtig, dass wir jetzt nur noch Skins aktuell bekommen? Wieso nennt sie jeder Mutti? Weiß ich nicht, das ist ihr Name. Und wieder ein Mutti-Skin. Und zwar Stonks. Und let's go! Alter, schon wieder ein Skin. Ey, ich würde sagen, wir öffnen jetzt nochmal ein paar, aber ich habe so eine Theorie, was jetzt passieren wird, oder? Ja, meine Theorie ist, Leute, dass man jetzt irgendwie nur noch Skins bekommen kann. Oh, nee! LOL! Mythischer Brawler, Digga! Moment mal. Es ist möglich, auch andere Brawler zu bekommen, Leontine. Also. Ey, okay, Leute, wir testen das jetzt mal. Und Hypercharge. Und 1000. Oh. Und Digga, schon wieder Hypercharge. Oh! Ja! Mythisch! Otis! Let's go, Digga! Und Stu-Skin. Okay, let's go, Leute. Okay, Leute, Alter, wir haben jetzt noch insgesamt, ich weiß nicht, 20, geschätzt so 20, 30, 40 Stardrops auf jeden Fall nochmal geöffnet gehabt. Und Hypercharge. Und warte mal! Ah, lol, ein Squeak-Skin. Ja, okay. Und Digga, als ob. Alter, ey. Oh, warte mal. Streetwear Max. Okay. Ah, okay, Leute. Octopus Fang. Alter, das ist dieser Digga Skorpion-Willow. Der sieht auch krass aus. Ja. Oh, das ist Hermes Max, glaube ich. Digga, irgendwie ziehen wir jetzt auf einmal die ganzen Max-Skins. Bitte! Bitte! Oh. Mann, ey, Leute. Und Häschen Grom, Digga. Oh, und Sprout Skin nochmal. Okay, Leute, let's go. Es ist einfach mal Ice Maker Lu. Ne, Burger Lu, ups. Ah, Digga. Bibi Skin. Und Detektiv Gray. Der oh, was? 500 Credits? Das haben wir das erste Mal einfach bekommen. Ja. Einfach der Nita freigeschaltet jetzt. Ah, das ist dieser Smooth Move, manchmal Move. Let's go! Ja! 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 Wir haben's, Digga! Let's go, Leontine! Ja! Digga! Oh mein Gott, hat das lang gedauert! Oh mein Gott! Bruder!
Alter. Ey Leute, ich schwöre euch, wir haben so unfassbar viele legendäre Startup müssen dafür. Es hat so lange gedauert. Hermes, Leontin, ey. Geisteskrank, Leute. Ich würde sagen, lasst einen fetten Like da. Kostenlos Abo. Das waren jetzt die Star Drops. Ich bin einfach nur durch. Bis dann, ciao, ciao.